Was assoziierst du mit dem Wort Mutter? Ist natürlich Maria, heilige Mutter Gottes. Was für eine super Frau. Ansonsten nicht notwendigerweise was Gutes mit dem Wort Mutter assoziiere ich ständig Druck, irgendetwas sein zu müssen und etwas entsprechen zu müssen. Power, perfection, at least as much as it can be. Nature, holisticness. Also jedes Mal, wenn ich über meine Mutter nachdenke, muss ich zuallererst an ihre Hände denken, die seit meiner Kindheit zerkratzt und zerfurcht und ganz hart waren, weil meine Mama als Floristin arbeitet und durch die ganzen Dornen ihre Hände so zerstört waren. Und ich es aber trotzdem so faszinierend fand, dass es sozusagen trotz der ganzen Kratzigkeit die weichsten und stärksten Hände waren. Die, aus der ein Mensch, aus dem ich rausgekommen bin. Die mir nicht erlaubt, zu zocken. Gesellschaftliche Rolle haben Kinder. Kinder sind die, die nachdenken über Sachen. Einerseits glaube ich, dass es da eine allgemeine Antwort drauf gibt, dass Kinder wichtig sind, um den Fortlauf der Gesellschaft zu garantieren, Circle of Life mäßig. Auf der anderen Seite sind Kinder auch ein Teil der Gesellschaft, die die Gesellschaft bunter und diverser machen und das Zusammenleben schöner und halt vielfältiger. That kids are basically not only in our society in general, they are projection surface for many people. Political institutions, the system as a whole, parties, government, whatever. Oh mein Gott, Ronja kann sitzen. Grödemeier sagt ja, gib die Welt in Kinderhände, dem trübst du dein Ende und so.
Lieber Herbert Grönemeyer, ich bin da nicht d'accord. Die Welt in Kinderhänden wäre ein vollkommenes Chaos. Kinder sind extrem egoistisch und denken auch nie mehr als einen Schritt im Voraus. Deswegen ist das nicht meine Utopie. Ich glaube, ich hätte gerne eine Welt, in der Kinder nicht so ständig als ein Ärgernis wahrgenommen werden. Man sie nicht so versucht, irgendwie wegzuschieben, sondern sie einfach normal um einen drumherum sind. Nicht so überkandidelt als diese lang erwarteten Zauberwesen behandelt würden, sondern ein bisschen mehr so wie früher, wo übertrieben gesagt die Frau aufs Feld ging, dann hat sie halt das Kind dort gekriegt und dann ging es irgendwie weiter. Ne? Also, dass die so normal wären und nicht so ständig Mädchen kriegen Jo-Rosa und Jungs kriegen ein Auto. Einfach normaler Umgang mit diesen etwas kleineren Menschen, die aber schon viel checken, auch machen wir es uns vor. Nicht so viel Habgier? Ohne Aggression. Man muss wirklich einen Dialog haben. Gleichberechtigung. All kind of ecosystems function on this planet, but also even out there in the potentially endless universe or multiverse. But here I think we lack translation. Translations. 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 Translations.